Guten Morgen! Meine Stimme ist heute nicht so gut, aber ich habe mir hier Verstärkung geholt. Wir sind gerade am Morgen des Rohkost-Potlucks und der Max war jetzt das dritte Mal dabei. Ja. Das dritte Mal dabei und jetzt habe ich mir ihn endlich mal geschnappt, weil Max hat eine richtig, richtig interessante Lebensgeschichte und eine Geschichte, wo auf seinem Blog er auch andere, ja, über diese Thematik und vielleicht auch andere Thematiken, ja, informiert, und ich fand es einfach so interessant, euch ihn einfach mal vorzustellen und auch selber die Geschichte komplett zu hören. Denn Max, habe ich gesagt, hat angefangen, so seine Geschichte zu erzählen. Ich sagte, Max, nicht erzählen. Ich möchte das mit dir in einem Interview machen. Ich möchte das erstmalig, genau wie ihr, authentisch erfahren und nicht schon vorher mit ihm reden oder alles schon wissen und dann die Fragen einfach nur abspulen, sondern ich bin jetzt genauso wie ihr total gespannt, was der Max uns zu sagen hat. Weil der Max, der hat jetzt ist er der Droge Rohkost verfallen, aber vorher hat er auch noch andere Erfahrungen gemacht. Und ja, da würde ich mal gerne so ein bisschen was über dich erfahren. Ja, wie das, was sozusagen deine Drogenvergangenheit ist und ja, ob du was daraus gelernt hast, ob du was empfehlen kannst. Ja. Oder wie ist das jetzt? Wie kam es erstmal dazu? Ja, also die Droge, also ich sage erstmal nicht gerne Droge, sondern Suchtmittel, okay. Das ist mir schon wichtig. Weil Droge ist so engmaschig und das ist irgendwie sowas gesellschaftlich gemacht und da zählen halt ja, so eine Suchtmittel halt nur wie Heroin, Kessel halt und Marihuana und sowas rein. Aber wenn wir halt mal in die Sparte der Suchtmittel gucken, dann können wir halt uns jeder mal ans Herz fassen und schauen, wo unsere Sucht liegt halt. Ja. Genau. Sei das der Kaffee, sei. Und die größte Sucht, sagt man ja, ist das Essen. Ja, und deshalb spreche ich gerne von Suchtmitteln, aber da muss man ja wirklich unterscheiden, heftige Suchtmittel, die einen das Leben zerstören können, oder Suchtmittel, die wir halt einfach zum Kompensieren halt brauchen, wie das Essen zum Beispiel, was im Endeffekt auch nicht gesund ist, aber was uns nicht so sehr zusetzt, sage ich mal. Genau, und ich bin, ja, also so mein Suchtverlauf erzähle ich jetzt mal ein bisschen was, ja. Ich bin doch, wenn mich immer jemand fragt, das ist eigentlich so ziemlich klassischer Suchtverlauf gewesen. Ich bin eigentlich ziemlich behütet aufgewachsen, ja. Hab dann auch in der Schule halt mal so angefangen zu kiffen, mal in der Sporthalle, genau, mit Klassenkameraden, und hab dann auch ganz normal eine Ausbildung bekommen zum Bäcker, mit 15 damals schon. War sicherlich auch eine Zeit, wo ich einfach noch aus der Schule raus wollte. Ja. Und nicht wirklich wusste, was ich machen will, habe dann die Bäckerausbildung begonnen und war zu der Zeit auch ziemlich unsicher mit mir halt. Sicherlich auch dann aus dem Freundeskreis unschöne Sachen erfahren, Ablehnungen. Genau, zu der Zeit haben sich auch noch meine Eltern getrennt. Mhm, ja, das zählt natürlich, ja, das zählt sicherlich auch noch sehr mit rein. Und habe dann ja, im Verlauf meiner Ausbildung in den 3 Jahren Erfahrungen mit Ecstasy gemacht. Es war damals auf Party halt. Das war so der Standard. Ja, ja, also das was ich damals auch kannte. Ich weiß nicht, gar nicht, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 32. 32, genau. Okay, ja, ne, bei uns war es noch Standard. Ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du. Mhm. Und da war das so Techno und Ecstasy, das ja, war normal, genau, dass man dann irgendwelche Pillen da bekommen hat. Und dazu genau, drüber unterhalten, welche geilen Pillen es gab. Das war so Lifestyle-Effekt und das ist auch gleich die Gefahr dann. Ne? Genau, und damals habe ich auch noch angefangen, Musik zu machen, Schallplatten aufzulegen. Mag ich heute noch, ist eins meiner großen Leidenschaften. Und ja, gerade in diesem Rauszustand, wo man sich vielleicht auch auf ein höheres Level begibt, sage ich mal, oder glaubt man sich auf ein höheres Level zu begeben, interagiert das dann damit sehr, eigentlich sehr schön. Genau, und dann kam man eine Nacht, wo ich, das war in Oschatz, ich wohne in Oschatz, zwischen Leipzig und Dresden ist das, wir hatten damals eine Diskothek und ich war auf Ecstasy-Tabletten so den ganzen Abend, und irgendwann früh um 5 habe ich jemanden gefragt, so, ob da noch was geht halt. Und dann ging aber nichts mehr und dann kam zu mir, hier, ich habe aber was anderes für dich. Also ich kannte damals den Namen Crystal schon, habe es aber noch nicht probiert, also war jetzt nicht in meinem Interessengebiet, aber dort habe ich es halt einfach probiert. Und also ich muss ganz kurz sagen, auf Ecstasy ist es so, also man nimmt das, man hat halt diesen High halt und
kann aber durchaus nach 12, 13, 14, 15 Stunden irgendwann, wenn man nicht nachlegt, durchaus auch schlafen halt eine Weile und gut runterkommen, sage ich mal. Ne? Und es ist natürlich auf Kristall gar nicht so, weil da bist du erstmal 24 Stunden locker wach halt. Ne? Und also wie beim Warspirit Powerdrink sozusagen. Den ich noch nicht probiert habe, aber ja. Genau. Du hast ihn nicht probiert, der kam doch gestern da. Ach ja, gestern habe ich ihn probiert. Da wollte ich gerade sagen. Aber dann einen kleinen Schluck. Aber ja, war schon belebend, das muss ich sagen, also ganz klar. Genau, und ich hing dann zu Hause halt und wusste erstmal gar nicht, was mit mir passiert halt, aber war trotzdem voller Energie halt und habe mich dort an dem Tag, habe es dann geschafft, ja, geschafft halt nicht nachzulegen, dann irgendwann ins Bett zu gehen halt, aber dieses Gefühl war drin halt. Und, dass du es wieder wolltest. Ja, also das ist, man muss sagen, Crystal ist natürlich auch so eine Leistungsdroge, deswegen ist das heutzutage auch ein ganz, ganz großes Thema an den Schulen. Das ist wirklich so, gerade in den Prüfungsklassen und so, in den Prüfungsjahrgängen, da hört man einiges, gerade auf den leistungsorientierten Schulen wie Gymnasien, okay. Dass das dort wirklich... also ich muss mal das, ich meine, ich habe ja keine Drogen verwandelt. Also ich dachte immer so Drogen und dann siehst du irgendwie ein paar schöne Bilder und bist entspannt und alles cool. Aber das hilft, das würde ja nicht helfen beim Lernen. Also Crystal ist der erste... Crystal ist ja wirklich so eine Leistungsdroge, ja, die die Leistung wirklich enorm steigert, die Konzentration am Anfang, also das muss man wirklich sagen, am Anfang. Und wo man auch was schafft, also wo produktiv ist und um 200% mehr. Amazon-Link findet ihr unten. Ja, da gibt es sicherlich einige interessante Bücher. Ja. Genau, und. Also Leistung ist am Anfang und dann? Genau, ich hab an dem ersten Abend, also wo ich schon aus der Diskothek wieder kam und diesen Sonntag dann über, war ich wirklich sehr produktiv. Genau, und das wollte ich halt wieder haben. Dann waren es 2 Wochen später oder so, wir waren dann in Leipzig, das weiß ich ganz genau, auf einer Party. Und ja, dort habe ich es mir dann wieder geholt und von da an ging es eigentlich los, dass ich mehr Crystal genommen habe als Ecstasy. Und ich muss dazu sagen, damals habe ich halt auch noch gekifft. Es war sozusagen auch ein Mischkonsum halt immer. Und man hört ja immer so in den Medien, Crystal und Heroin, das sind die Drogen, die von Anfang an süchtig machen. Wenn du es einmal genommen hast, dann kommst du nicht wieder davon los. Stimmt sicherlich auch, also das will ich jetzt nicht verneinen, aber ich persönlich halt muss sagen, ich habe es dann die ersten Jahre, also das war 2005, wo ich halt das erste Mal Crystal genommen habe und habe es die ersten Jahre, also so 5 Jahre lang immer so, ja ich sage mal gerne im Quartal halt genommen. Also wirklich alle 3 Monate mal, wo man da mal auf einem Festival war oder... Oh, das ist aber echt sehr, sehr sparsam. Ja, also zwischendurch halt, wie gesagt, auch immer gut gekifft halt und genau, also so war das halt. Und das war natürlich auch ein Trugschluss, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist eine Droge, mit der kommst du klar, die mein Lecker wird gerade. das ist eine Droge, auf der kommst du klar, das ist, die wirst du weiternehmen, ohne dass es dir schlecht geht und das ging auch einige Jahre so. Ja. Aber ich habe dann natürlich auch gemerkt, also ich wurde dann halt unzufriedener im Job halt. Die Trennung meiner Eltern hat mir dann doch ein bisschen mehr zugesetzt, ohne, so wie ich mir damals eigentlich gar nicht eingestehen wollte. Mhm. Und im Jahr 2010 hat es dann so einen Knall gegeben. Da habe ich dann auch in der dementsprechenden Stadt gewohnt. Drogenstadt? Ja, kann man schon sagen. Was ist das für eine Drogenstadt? Das ist Riesa. Riesa. Riesa, also man sagt, Riesa ist ganz schön krass und ich habe es dort eben auch. Also, ich weiß nicht, ob der Rechtsradikalismus sehr ausgeprägt ist, aber. Glaube ich, die rechteste Stadt Deutschlands, okay. Das habe ich immer gehört. Okay. Ja, also gut, ohne jetzt Riesa schlecht zu machen, also, ist natürlich auch ein Sportstadt. Liebe Grüße nach Riesa. Ist natürlich auch eine Sportstadt, also, muss ich sagen. Aber da habe ich auch so einiges erlebt. Mhm. Genau, und dort bin ich dann halt eben ziemlich abgesackt und. Da ging es dann wirklich so vom einen auf den anderen Tag eigentlich, dass ich dann ja täglich konsumiert habe. Also quartalsweise auf täglich? Ja. Ne? Was kostet das eigentlich so, so Drogen? Also Ecstasy erstmal? Ecstasy, ich habe jetzt gar nicht mehr so, ich glaube 5 Euro das Pille so. Das war extrem preiswert. Ja, doch schon. Ne? Achso, ich dachte, es kostet irgendwie, weil man hört so Beschaffungskriminalität oder sowas, dass man sich auf den Strich geht, weil man sich das nicht leisten kann. Nee, also...
sicherlich, also zum Beispiel Crystal kommt das Gramm, also zwischen, jetzt muss ich kurz überlegen, also das ist wirklich schon eine Weile her, so 30 Euro und 60 was, und 70 was Euro. Was ist eine Portionsgröße? Also was nimmt man so? Naja, wenn man, das kommt natürlich immer drauf an, aber aus einem Gramm würde ich sagen, jetzt muss ich mich kurz zurückerinnern, so vielleicht 4-5 Lines. Achso, das ist so Pulver, was die hinmachen. Genau. Nein, also das sind halt Filmen. Kristalle, Kristalle. Ja. Sind halt Kristalle und die macht man halt mit dem Geldschein ganz normal klassisch klein halt, ja. Zu Pulver halt und ja. Dann durch die Nase einziehen. Durch die Nase einziehen. Oder manche, viele haben es auch geraucht dann halt. Okay. Oder halt auch gespritzt, das geht auch. Ich weiß, in Tschechien wird es jetzt heutzutage viel, viel gespritzt. Okay. Aber da habe ich Gott sei Dank auch, weil ich damals schon aufgehört habe mit Zigarettenrauchen, da hatte ich immer so Respekt davor, das zu rauchen halt. Mhm. Ich habe es wirklich nur nasal genommen halt. Okay. Und das sind also, das sind 4 Portionen für 30 Euro, ne, das ist gar nicht so viel Geld. Ja, also 30 Euro ist schon der geringe Preis. Da war 10 Euro pro Portion vielleicht. Ja, 10, 15 Euro, ja, kann man schon so. Also man kann es halt nie pauschal sagen. Es ist ja auch so am Anfang, wenn ich jetzt sage, ich habe es täglich genommen, dann ist es natürlich auch so, man hat auch zwischendurch mal 1-2 Tage geschlafen, wo es dann nicht war, aber dann halt wieder angefangen. Und also ich war bis zu 7 Tage wach. Mhm. Mit dem Tag, den ich noch nicht konsumiert habe, waren es 8 Tage. Mhm. Und dann ist natürlich so, die ersten 3 Tage ist man eben produktiv auch. Sicherlich dann im Suchtverlauf später auch gar nicht mehr so, aber so ab dem 3. Tag, da ist dann wirklich, da ist dann noch Wirrwarr im Kopf und bei mir ist es dann auch hergegangen mit einer drogeninduzierten Psychose, das heißt paranoid, Wahnvorstellungen, halt Verfolgungswahn halt, Gott sei Dank nur drogeninduziert. Okay, also wenn ich dann nicht auf Therapie später gemacht wäre und sicherlich vielleicht noch 1-2 Jahre weitergemacht hätte, dann das Ganze, hätte sich das Ganze vielleicht doch manifestiert. Ja. Also, ja. Da sage ich auch, da bin ich heute glücklich drüber. Mhm. Und genau. Ja. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen Faden verloren. Ja, du hast gesagt, du warst ein Rieser, hast dann täglich genommen und. Genau, und habe dann dort auch, muss ich sagen, Leute gehabt. Also, es war damals ein Pärchen, als bei ihnen habe ich immer geholt. Also, es war aber nicht mein Dealer, es war wirklich ein guter Freund, er war auch schon ein paar Jahre älter. Er hat mir dann ganz klar gesagt, was mit mir los ist oder dass es komisch wird und dass es schade drum wäre, dass das Potenzial verloren geht. Mhm. Und seine Freundin, die hat halt auch konsumiert und sie haben mir das aber nie so dogmatisch gesagt, wie du musst Therapie machen, du musst Therapie machen, weil sie haben ja selber konsumiert. Mhm. Also, genau, haben mir aber immer den Hinweis gegeben und haben mit mir klar deutlich darüber geredet. Ich meine, ich bin dann auch aufgefallen. Also es gab einen Moment, ich muss sagen, ich habe damals im Haus gewohnt, ganz oben, Dachgeschoss und hatte einen Überblick so über die Straßen und da habe ich mir natürlich immer, also es ging los, um jetzt mal so die drogeninduzierte Psychose ein bisschen zu beleuchten, dass ich Lichter an der Decke gesehen habe, genau daraufhin mir im Kopf gemacht habe, dass hier mich jemand beschattet hat, dann habe ich meine Fenster abgehangen und zugeklebt, bis hin, dass ich im Bad die Lüftung halt abgemacht habe und reingeguckt habe, was dort ist. Und so für mich eigentlich der prägendste, surrealste Moment war eigentlich, wo ich da, wie gesagt, ich hatte einen ordentlichen Ausblick aus meiner Wohnung und drüben in dem Haus halt an den Fenstern, wo immer Licht ist, da waren halt auch irgendwelche Leute, die mich beschattet hatten, wo ich dann halt wirklich mal einen Hammer genommen habe und dort vorgelaufen bin. Da war zum Glück dann niemand und ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben, halt dort noch zu suchen. Dann bin ich wieder nach Hause, aber das hätte böse ausgehen können. Ne? Ja. Hast du im Internet dich über Verfolgung oder sowas informiert? Muss ich sagen, damals hatte ich noch nicht so das Internet, da hatte ich ein Tastentelefon, ja. Da bin ich heute auch, ja wirklich. Weil heute, wenn du im Internet bist, kenne viele Menschen, die den Verfolgungswahn durchs Internet noch, oder diese ganze Verschwörungstheorien, die werden überwacht und alles die nur noch so denken können. Ja. Und immer wenn du dann sagst, das ist nicht so, oder überleg doch mal, nee, hundertprozentig, da ist so. Also man glaubt halt seine eigene Wahrheit. Ja, ja. Hat immer so, und wenn man dann auf, draußen, ich meine, ich musste auch mal einkaufen oder so, immer der Blick über die Schulter und da gab es so eine ganz prägende Situation, wo ich in Riesa, da gibt es so eine große Einkaufsstraße halt und ich bin dort lang und alle haben sozusagen in Richtung mir geredet, so irgendwie, also wie man das manchmal so im Film sieht und also es war wie so eine große Two-Man-Show, vielleicht kennt ihr den Film Two-Man-Show,
Genau so war es. Und ich habe mich total überwacht gefühlt und die ganze Welt gegen mich. Und genau. Und hätte ich damals die gute Freundin nicht gehabt und den guten Freund, die gesagt hatten, okay, es ist besser, wenn man sich Hilfe holt, vielleicht probierst du es mal. Das haben die mir auch ein paar Mal gesagt. Und irgendwann bin ich zu ihr und habe gesagt, okay, willst du mal mit mir zum Arzt gehen? Und das war der entscheidende Auslöser. Genau. Das ist schön. Also auch bei allen Sachen. Wenn ich viele Menschen fragen, wie können sie sich ändern, wie können sie vielleicht sich gesünder ernähren oder wie können sie Stress reduzieren und sowas. Mhm. Ein wichtiger Punkt ist, unter all diesen Informationen, die man geben kann, immer Menschen zu suchen, die einem helfen. Ja. Ein soziales Umfeld zu generieren, was Hilfeleistung bietet, was auch Liebe bietet. Einfach, ja. Manchmal reicht das schon, einfach zuhören und gar nicht groß die Informationen. Wir sind ja übersättigt mit Informationen, da gibt es genug. Aber liebe Menschen, die sich Zeit für jemanden nehmen, genau. Das ist... Deswegen sage ich immer, das Wichtigste, wenn ihr euch irgendwie verändern wollt, sucht euch ein liebes Umfeld. Ja, und da muss ich auch sagen, wo ich dann, also ich habe dann eine Entgiftung gemacht halt, 3 Wochen, es war auf einer Entgiftungsstation und habe dann ein halbes Jahr Therapie anschließend gemacht. Es war nicht gleich anschließend, aber da kam es dann auch noch der eine oder andere Rückfall natürlich, weil zwischen der Entgiftung und der Therapie war natürlich auch 2 Monate ungefähr. Und da hat man dann natürlich so die Sicht, okay, du machst jetzt bald Therapie, nutzt es noch ein bisschen aus, kannst noch mal konsumieren und so. Mhm. Und selbst 3 Tage vor Entlassung habe ich noch mal konsumiert. Okay. Weil da muss man kannst du bei der Therapie entlassen? Ach, die war nicht stationär? Die war stationär. Aber du hast was mitgenommen? Nee. Da gab es einen Dealer im Krankenhaus. Nee, nicht im Krankenhaus. Es war eine Therapieeinrichtung, das ist natürlich kein Gefängnis. Mhm. Man hat natürlich dort auch Freiheiten. Und ich war dann, wie gesagt, schon, eigentlich habe meine Therapie eigentlich schon hinter mir, die letzten 3 Tage. Hatte dann auch Therapiebefreiung halt, musste nicht mehr an den Therapien mitmachen so. Und hatte mir den Tag einfach freigenommen und hatte natürlich noch im Hinterkopf, dass, muss ich sagen, die vielen Jahre davor, wo es halt eben geklappt hat, im Quartal mäßig halt zu konsumieren und hatte vielleicht, also das habe ich mir nicht primär gesagt, aber irgendwo im Hinterkopf hatte ich das, vielleicht klappt es ja wieder so. Ne? Und jetzt hast du dir die Skills sozusagen geholt in der Therapie. Genau, und dann war es ein schöner Sommertag, Ende Juli 2012. Wir hatten echt einen schönen Sommer, das weiß ich noch. Und ich bin an See und habe meinen Kumpel angerufen. Und genau, er hat mir das natürlich auch gebracht. Was ich auch nicht übernehme, wir haben dann auch drüber geredet und er hat gesagt, das musst du selber wissen, was du machst. Und ja, ich muss dazu sagen, heute geht es ihm auch gar nicht gut, ich habe ihn jetzt auch lange nicht gesehen. Ja genau, habe dann dort konsumiert, habe auch den Sommertag genossen. Das ist übrigens, darum geht es in einem meiner Blogartikel. Habe den Sommertag genossen und bin dann abends zurück in die Therapieklinik und habe gleich gestanden, dass ich einen Rückfall hatte. Durfte dann auch bleiben, die 3 Tage. Und habe dann ganz normal meine Therapie abgeschlossen und danach kam natürlich erstmal so eine Unsicherheit, was machst du jetzt? Hatte dann schon in Richtung Ausbildung in der Therapie ein bisschen was geklärt, das dauerte aber alles noch. Und dann kam es eigentlich, wie es kommen musste. Ich bin einen Monat später nochmal rückfällig geworden, war dann 4 Tage wach. Und dort war der entscheidende Punkt, wo ich aufgehört habe. Da hatte meine Nichte damals Schulanfang. Anfang September und da wollte ich hin. Da hätte ich auch das erste Mal wieder meine Verwandtschaft sozusagen gesehen, viel von meiner Verwandtschaft. Die wussten das natürlich auch. War natürlich an dem Tag, wo ich zur Schulanfang wollte, am 3. Tag schon wach. Bin natürlich nicht hin, tat mir auch leid. Und dann war ich am 4. Tag abends, lag ich im Bett so und ja, hab da auch drüber nachgedacht, ist schon blöd, dass du jetzt nicht da warst, aber ist besser so, wenn du halt in den Zuständen bist. Und in dem Moment, wie ich im Bett lag, kam eine Nachricht von meiner Schwester mit Bild halt, mit Schulanfangsbild, wo meine Nichte mit Zuckertüte da ist. Und dort habe ich noch nie in meinem Leben. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, okay, das war's, also du kannst das nicht weiternehmen und genau. Ja. Und heute ist sie 12 und ich habe ihr das letztens mal erzählt so. Ja. Und sie fand das auch super. Genau. Ja. Und das war so der Anfang, das hat dann scheinbar nicht aufgehört, was das Reflektieren über dein eigenes Leben angeht. Genau. Genau. Und wenn ich gerade sage, auch Ausbildung, ich habe dann, das war auch schon zu meinen Konsumzeiten, dass ich war ja auch, habe ich ja vorhin erzählt, in meinem alten Beruf als Bäcker halt nicht wirklich glücklich, sehr monoton und hat mir nicht gefallen. Ich wollte immer was Kreativeres machen.
Habe damals auch überlegt, halt, ich hatte dann in dem Jahr, wo ich halt Therapie beendet habe und meine neue Ausbildung begonnen habe, im Floristikstudio ein bisschen gearbeitet, mal geguckt halt, was, ob das was ist, aber auch nicht wirklich. Dann hatte ich halt schon zu meinen Konsumzeiten mal überlegt, so vielleicht so in, na, Raum, beim Raumgestalter halt so zu arbeiten, also mehr so die kreative Richtung. Und irgendwann auch so der Zeit, auch, wie gesagt, wo ich konsumiert habe, kam so immer mehr der Gedanke auf so, mit Kindern kannst du eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich hatte damals schon ein paar Nichten und Neffen und so und habe halt immer gemerkt, so auf Familienfeiern, wie das halt so ist, du kannst gut mit den Kindern und da bist dein Element. Und das hat sich, da habe ich natürlich auch auf Therapie drüber geredet mit den Therapeuten und da haben wir einen Weg gefunden, muss man sagen, die Therapie, das ist halt eine medizinische Reha. Und im Anschluss kann man halt noch eine berufliche Reha machen. Und das habe ich dann sozusagen gemacht. Das war eine ganz normale Ausbildung, aber wurde von der Rentenversicherung bezahlt. Und da habe ich mir dann meinen großen Wunsch erfüllt, halt, die Erzieherausbildung zu machen. Genau. Okay. Und habe das ja, Sommer 2016 beendet. Und bist jetzt Erzieher? Und bin jetzt Erzieher. Und arbeitest als Erzieher. Genau. Schön. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf. Das erfüllt mich. Und ja. Ach, schön. Und dazu muss ich aber sagen, weil wir jetzt gerade den Weg danach angesprochen haben, es war natürlich so, ich habe noch bevor das mit dem Kristall so schlimm war, hatte ich auch, wie gesagt, mit Zigarettenhören, Rauchen aufgehört, mit Kiffen aufgehört, auch mit Ecstasy aufgehört, das war dann wirklich nur noch Kristall. Und da gibt es ein ganz großes Thema danach, das ist die Suchtverlagerung, wo viele sagen, die kommen jetzt von einer Droge los halt und verfallen dann vielleicht in Alkohol, weil da leichter zu beschaffen ist, weil dann die Kriminalität wegfällt oder so. Und ich habe dann einfach, muss ich sagen, nach der Therapie war ich, wie gesagt, ein Jahr erstmal zu Hause, bevor ich die Ausbildung begonnen habe. Habe zwar 3 Monate mal im Floristikstudio gearbeitet und dort habe ich mal ab und zu wieder gekifft halt. Mhm. Aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm und auch noch am Anfang der Ausbildung halt. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil mein Motto so ist, der Weg ist immer das Ziel halt. Und irgendwann halt habe ich halt auch mitbekommen, okay, also deine Arbeit macht dir Spaß halt, wenn du bei den Kindern bist, im Praktikum war das dann auch oft so, dass ich gemerkt habe, okay, was eigentlich Glück ist, Glück auf Arbeit, Glück in der, also die Berufung halt und dann ist natürlich auch die Ernährungsumstellung dazu gekommen. Vegan? Vegan halt, genau, und Rohkost und da die Zufriedenheit gemacht und irgendwann erübrigt sich das. Da habe ich es dann auch ganz sein gelassen zu konsumieren, genau. Ja. Ja. Boah, was für eine schöne Geschichte. Und die ist real. Das ist wirklich. Genau. Und ich muss sagen, das will ich halt ja, so ein Stück weit auch noch mitgeben halt. Also man kann die Entscheidung halt niemanden abnehmen, wer so eine Geschichte hat, ob er damit darüber sprechen will oder es lieber für sich behalten will. Aber ich war von Anfang an immer so, wirklich vom ersten Tag der Therapie oder der Entgiftung habe ich gesagt, okay, das ist nichts Schlimmes. Du kannst das erzählen und du musst oder du willst offen damit umgehen. Ich habe das damals auch auf der Schule, wo ich angenommen wurde, halt erzählt. Da war natürlich eine kleine Lücke im Lebenslauf und da erzählt, ja, ich das und das Problem gehabt, habe mir da Hilfe geholt, das ist die Zeit und jetzt will ich daran, jetzt soll es weitergehen. So. Und die, ich weiß, in Leipzig damals die Schule, die hat mich abgelehnt und in Oschatz die Schule, die hat mich genommen. Die haben gesagt, okay, ja, das ist okay, vielleicht sind sie da sogar in dem Beruf, in dem Berufsfeld mehr geeignet als jemand anders. Und genau. Das stimmt, ja. Und jetzt in 14 Tagen, also am 29. Januar, ist bei uns in Oschatz zum Beispiel, da sind immer so Galeriegespräche finden da statt und es sind Podiumsdiskussionen und da wurde ich halt auch eingeladen, weil natürlich auch ein paar Leute aus Oschatz das wissen halt. Und wurde ich halt zum Beispiel auch eingeladen als Podiumsgast, um da ein bisschen mit zu diskutieren halt und eine Message sozusagen auszugeben. Da werden natürlich auch die Schulen wurden da eingeladen und genau, das ist mir halt wichtig, damit offen umzugehen. Damit dieses ganze Thema, wie ich halt schließt sich der Kreis vielleicht wieder zum Anfang, Sucht halt oder Drogen halt, gar nicht mal so in das, ein bisschen das Schattendasein halt verlieren halt. Ne? Man kann halt sagen, okay, Drogen sind schlimm und Drogen sind illegal und sie haben in unserer Gesellschaft nichts zu suchen, aber sie sind nun mal in unserer Gesellschaft und deshalb sage ich sehr gerne Sucht, weil da können wir alle sehen und mal gucken halt in uns, was wir für Süchte haben. Genau. Ja, wenn ihr Max oder mehr von Max wissen wollt, der hat ja einen Blog angefangen und geschrieben und den habe ich euch unten verlinkt. Könnt ihr ein bisschen verfolgen und ja, seine Seele, seine Energie euch ein bisschen vielleicht inspirieren lassen oder einfach nur Informationen suchen. Ich war selber noch nicht auf dem Blog drauf, ich weiß nicht, was ich empfehle, aber ich mag Max total
Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es scheiße ist. Nein. Okay. Ja, dann ja, verabschieden wir uns von unseren Zuschauern. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, zu sprechen. Ja, die Zuschauer werden auch total, die Menschen, die da draußen sind, werden auch total froh einfach sein, sowas zu erfahren. Das ist halt das Tolle im Internet, dass du über diesen Kanal so viele Informationen hast. Ja. Musst halt nur selektieren. Super Kanal übrigens. Okay, na dann macht's gut. Ja, tschüssi. Ciao. Ja, super, danke. Ja, danke auch.